Hallöchen, willkommen zurück zu Erben der Erde. Ja, ich bin hier bei der Handwerkergilde und ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden und bin jetzt Ehrenmitglied. Und die Frettchen haben jetzt ihre Kugel der Hände gebracht. Und diese Kugel soll die Einheit sein, die mir alle meine Fragen beantworten kann. Naja, dann schauen wir mal. Oh Allwissender, wir brauchen deine Hilfe. Diese Reisenden sind sehr weit gekommen, um dir eine Frage zu stellen. Sprich zu ihnen und zeige ihnen dein enormes Wissen. Einheit einsatzbereit. Erwarte Eingabe. Was? Das bedeutet, dass du deine Frage stellen kannst. Aha, das Teil soll ja von den Menschen stammen. Das ist ja abgefahren. Oh Allwissender, ich verbeuge mich vor dir. Korrekt. Was? Beugen des Körpers an der Hüfte und Absenkung bis zur senkrechten zur Standfläche. Rückkehr zur Ursprungshaltung. Korrekt als Verbeugung identifiziert. Ich sagte doch, dass wir ihn nicht immer verstehen. Okay. Wir fragten uns, ob du das hier identifizieren kannst. Zusammensetzung des Objekts. Amorphe, anorganische Mischung von Silikaten, geformt durch eine Verbindung von Quarz und Peroxiden. Mit Potassium als Flussmittel und Kalk als Stabilisator. Ach was. Wirklich? Aber was macht es denn? Objekte machen überhaupt nichts. Sie sind nicht belebt. Kannst du uns sagen, wie man ein neues davon herstellt? Benötige Herkunft des Glases. Es ist ein Teil eines Gerätes namens Lichtfänger. Begriff Lichtfänger unbekannt. Weitere Informationen benötigt. Weitere Informationen benötigt. Es holt ferne Dinge nah heran. Unzureichende Informationen. Es ist in einer Röhre befestigt. Unzureichende Information. Verdammt! Kann man das denn noch beschreiben? Welche Informationen sind sonst noch nötig? Einheit benötigt exakten Namen von Glasgerät oder anderen Namen für Ursprungsgerät. Ich weiß nur, dass es von einem Lichtfänger stammt. Keine Aufzeichnungen zu Begriff Lichtfänger. So viel zum Allwissenden. Ja, was gibt's denn hier noch? Welche Informationen sind sonst noch nötig? Einheit benötigt exakten Namen von Glasgerät oder anderen Namen für Ursprungsgerät. Ich weiß nur, dass es von einem Lichtfänger stammt. Keine Aufzeichnungen zu Begriff Lichtfänger. Nein. So viel zum Allwissenden. Vielleicht ist Lichtfänger nicht der richtige Name. Das könnte wohl sein. Wenn das Gerät so alt ist, wie du sagst, dann kennt der Allwissende es vielleicht unter einem anderen Namen. Dann muss es eine Aufzeichnung darüber geben. Diese Aufzeichnungen müssten ja schon antik sein. Wo könnte man die wohl finden? Wenn jemand derart alte Aufzeichnungen hat, dann sind es die Ratten. Das war's dann für den Moment. Ja, ich muss mehr über das Teil hier in Erfahrung bringen. Ja, dann auf zu den Ratten, was? Ja, Sist, der wird mir bestimmt weiterhelfen können. Okay, also zurück. Ja, da muss ich wieder den armen Türwächter foltern. Naja, so ist das halt.
anderen Namen für den Lichtfänger. Hier. Okay, dann verwirren wir ihn mal. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Türwächter. Wer bist du? Ich brauche eine Verkleidung. So, und dann mal wieder los hier. Ja, den Weg, den kenne ich ja mittlerweile zu Genüge. So, dann hier unten lang. Und immer der Nase nach. Durch die Bücherei. So. Dann hier rum. In den komischen Raum. Hier lang. So, und hier unten lang. So, da ist Sist. So, hier Sist, schau dir das mal an. Bevor wir weitermachen, müssen wir wissen, was dieses verflixte Ding hier ist. Das ist anders als alles Glas, was ich bisher gesehen habe. Aber die Teile ergeben zusammen die Form eines Kreises. Aha. Ich habe so etwas schon einmal gesehen, als ich jung war. Ich wurde geschickt, um Ruinen zu untersuchen, die wahrscheinlich von den Menschen stammten. Aha. Wo ist denn jetzt das Buch? Die Beschriftung lautete Observatorien und es enthielt die wundersamsten Dinge. Eines davon war eine riesige Röhre mit gewölbten Gläsern an beiden Enden. War es ein Lichtfänger? Nicht ganz. So wie ich es verstanden habe, war es eher ein Lichtbieger. Und es holt die Sterne in greifbare Nähe. Ah, jetzt erinnere ich mich. Es wurde als Teleskop bezeichnet. Ah. Und das Glasding als Linse. Ich werde die Kugel fragen, ob sie es kennt, dieses Skop. Teleskop und Linse. Ich schulde euch viel, Freund Sist. Gut, Teleskop. Tja. Okay. Teleskop und Linse. Ja, damit müsste Einheit doch was anfangen können. Hoffe ich jedenfalls. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. So, hier hoch. Durch den komischen Raum. So. Und dann wieder raus hier. Teleskop.
So, jetzt hier noch um die Ecke rum und dann bin ich wieder draußen. So. Dann wieder zurück ins Dorf. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Türwächter. Wer bist du? Wer bist du? Ich sagte, ich bin der Türwächter. Mensch, das wird aber immer mysteriöser. Muss ich schon sagen. Sehr, sehr spannend. Jetzt mal schauen, was Einheit dazu zu sagen hat. Teleskop. Teleskop und Linse. So, wo war denn der Saal nochmal? Der war doch hier. Genau, hier. Ja. Und rein da. So. Pass auf, Einheit. Erzähle uns. Bearbeite Daten. Korrekt. Gegenstand ist eine Linse mit einem Brechungsindex von 1,52. Linse berechnet sich nach der Formel 1 durch F, Klammer auf, N minus 1, Klammer zu, Klammer auf, 1 durch R1 minus 1 durch R2, Klammer zu. Wobei N der Brechungsindex des Lasers, R1 der Radius, F der Fokus und R2 der Radius der zweiten Oberfläche ist. Ja, hab ich doch gewusst. Okay, kannst du denn jetzt ein neues herstellen? Kannst du uns sagen, wie man ein neues davon herstellt? Benötige Herkunft des Glases. Ja. Hier ist eine Teleskoplinse. Teleskop? Es ist eine Linse von einem Teleskop. Theoretisch ist Herstellung möglich, wenn Anweisungen genau befolgt werden. Glasmacher, kannst du das? Ich werde es versuchen. Sehr gut, Einheit. Ich schätze, wir gehen jetzt an die Arbeit. Oh. Glasmacher, welche Neuigkeiten hast du? Warst du erfolgreich? Nun, ja und nein. Den ersten Teil mag ich am meisten. Ich konnte die Linse aufgrund der Anweisungen von Einheit herstellen. Jedoch ist sie noch zu rau. Einheit sagt, dass ich Poliermehl brauche, um die Linse so glatt zu machen. Aber ich habe keins. Gibt es irgendetwas, das wir als Ersatz nehmen können? Meines Wissens nicht. Ich kenne mich im Umgang mit Poliermehl nicht aus. Poliermehl. Freundin Saka, wie ist deine Meinung? Vielleicht gibt es einen Ersatz für Poliermehl. Wir wissen nicht einmal, was Poliermehl überhaupt ist. Und wir haben gewiss keine Ahnung, was man als Ersatz dafür nehmen kann. Vielleicht kann uns der Allwissende das sagen. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, dann hau mal raus. Entschuldige, Kugel. Einheit einsatzbereit. Einheit, wir haben kein Poliermehl. Gibt es etwas, das wir als Ersatz nehmen können? Qualität und Mischungsverhältnis von Poliermehl finden sich sonst nur noch in Erdboden, der vollständig aus rotem Lehm besteht, welcher die Grundlage für feinstes Pulver ist. Der Lehm muss rein und frei von Fremdkörpern sein. Jegliche Unreinheit in der Substanz resultiert in der Zerstörung des Glases. Dann sind wir verloren. Ich weiß von keinem Lehm. Rotem Lehm. Und wo können wir diesen puren roten Lehm finden? Fundort unbekannt. Unbekannt? Es ist bekannt, dass in dieser Gegend Einschlüsse existieren. Exakter Fundort ist jedoch unbekannt. Tja. Glasmacher, irgendwelche Ideen? Ich weiß nicht, wo man feinen roten Lehm finden kann. Saka, weißt du, wo dieser Lehm vielleicht sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist nicht viel. Und er? Ja, kennst du einen Ort, an dem es roten Lehm gibt?
Nein, tut mir leid. Auch nicht. Und Ock? Ich kann mich an keinen Ort mit rotem Lehm erinnern. Ich auch nicht. Ausgenommen das Schlammbad des Königs der Keiler. Ah. Was? Ja, sowas benutzt der Keilerkönig, um seinen besonderen Schlamm herzustellen. Sehr feiner roter Lehm. Willst du damit sagen, dass ich bis zur Hüfte in rotem Lehm stand und es nicht einmal wusste? Nein. Nein. Was wirst du jetzt tun? Als ich den Keilerkönig das letzte Mal traf, entkam ich so gerade mit meinem Leben. Das wage ich nicht noch einmal. Was wirst du tun? Das Einzige, was ich tun kann? Tja, ich muss da noch mal hin. Oh, weia. Na, ja, dann mal los. Ich habe ja keine andere Wahl. Tja, komm, wir versuchen es nochmal beim Keilerkönig. Ich brauche ein bisschen was von seinem Schlammbad. Ein kleines Pröbchen. Lecker. So, dann auf zum Schloss. Hier. So, versuche ich hier doch mal mein Glück. Eieiei, dann mal los. Ja, die muss ich wieder, veräppeln. Ja, wenn das nicht mal wieder der kleine Dieb ist. Ich frage mich, was er diesmal will. Ja, überlisten. Nun, ich sehe, unsere Anwesenheit ist hier nicht erwünscht. Dann werden wir unsere Neuigkeiten über die Trüffel eben woanders verbreiten. Moment. Sagtest du Trüffel? Ganz genau. Auf unserer Reise fanden wir dank der Adlernase unseres Freundes Ock ein riesiges Trüffelfeld. Adlernase? Ach, egal. Wir dachten, dass wir diese Neuigkeiten dem Keilerkönig mitteilen sollten. Immerhin gibt es dort mehr als genug Trüffel, um jeden hier in der Burg mit einer zünftigen Mahlzeit zu versorgen. Viele Trüffel? Oh ja, ein ganzes Feld voll Trüffel. Aber bei diesem Empfang hier glaube ich kaum, dass wir diese Information weitergeben wollen. Oh, du musst mir vergeben. Ich hatte einen harten Tag. Ich bin sicher, dass der König sofort davon erfahren will. Nun gut. Öffnet das Tor. Auf geht's, Riff. Ja, Adlernase. Tja. Adlernase ist wie Holzauge und Glasfuß. Ja, wundervoll. Alles klar, dann mal auf. Zum Schlammbad. Eure Majestät, es ist Riff, der Fuchs. Er verlangt eine Audienz mit euch. Der Fuchs? Er scheint einfach nichts zu lernen, oder? Nun gut, schickt ihn herein, das wird mich amüsieren. Eure Majestät. Forderst du das Schicksal heraus, mein junger närrischer Freund? Warum bist du hier? Ich kam hierher, um euch um Gnade zu bitten. Ich wollte um Milde winseln. Ich wollte gerade vor euren Füßen kriechen und euch bitten, meine Freundin freizulassen. Ich wollte mich gerade jeglicher Würde entledigen, die ich zu eurer Erheiterung noch aufbewahrt habe. Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich das tun werde. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Was? Coole Aktion. Jo, jetzt hab ich hier.
Schlamm am Pilz. Sehr gut. Okay. Dann zurück. Das ist herrlich. Sehr schön. Alles klar, dann zurück zur Kugel. Zur Kugeleinheit. So, damit müssten sie doch jetzt die Teleskoplinse polieren können. Die Frettchen. So, da sind wir wieder. Okay, und rein mit euch. Wie lange wird es dauern, bis wir wissen, ob der Schlamm in Ordnung ist? Wir werden es sehr bald wissen. Und ich glaube fest an unseren Erfolg. Na gut, dann gib Schlamm im Pelz an Glasmacher. Das ist sehr gut. Genau das, was Einheit verlangt. Das ist also eine Linse. Sie ist wunderschön. Okay. Ja gut. Was für ein komisches Ding. Wie es wohl funktioniert. Tja. Okay, Leute. Vielen Dank. Und bis bald, würde ich sagen. Ich muss zu Tycho. Vielen Dank nochmal. Los, komm raus hier. Leute? Was ist los? Okay. Dann auf zu Tychos Haus. Mensch, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es hier weitergeht. Das wird ja immer mysteriöser. Ja, das war doch eindeutig irgendein Mysterium mit dieser Kugel. Sonderbar, sonderbar. Die Menschen verstanden sich offensichtlich auch in Magie. Alles klar, auf hier zu Tycho. Hallo. Ah, ihr seid es. Ja, Hallöchen. Ich dachte schon, ich würde euch niemals wiedersehen. Dieser Gedanke geht uns auch öfter durch den Kopf. Nun, wie sieht es aus? Konntet ihr das Teil reparieren? In der Tat, es ist repariert. Wunderbar, wunderbar. Oh, wie habe ich mich danach gesehnt, meinen geliebten Horizont zu betrachten. Die Sterne, den Mond. Wie kann ich euch jemals danken? Indem du unseren Vertrag erfüllst. Ja, wir wollen die Karte. Natürlich, natürlich. Hier ist sie auch schon. Ich habe sie gerade eben vollendet. Vor ein paar Tagen kam ein Reisender vorbei. Er kam aus dem Norden und wollte auch wieder dorthin zurück. Er gab mir jede Menge Informationen, die ich in die Karte eingearbeitet habe. Was für ein glücklicher Zufall. Aha. Ja, er war sogar richtig freizügig mit seinen Informationen. Zumindest für einen Waschbär. Ein Waschbär? Ein Waschbär. Genau. Und ein recht großer noch dazu. Ich erzählte ihm von eurer Suche und er zeigte sich sehr interessiert. Daraufhin fing er an, mir all diese Informationen zu geben. Tycho, kannst du dich erinnern, welche Ergänzungen von dem Waschbären stammen? Nun, ja, sicher. Bitte entferne sie von der Karte. Diesen Informationen traue ich nicht. Die Spur ist heißer, als wir dachten. So, fertig. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Lasst uns aufbrechen. Ja, okay. Ja, hier ist die Karte. Schauen wir mal, wo wir sind.
Aha. Okay. Ja. Kommt mir jetzt überhaupt nichts bekannt vor. Gut. Dann mal raus. Ich weiß jetzt... Gut. Wir haben die Karte, frischen Proviant und einen ehrenwerten Grund für die Reise. Was könnten wir sonst noch wollen? Schlamm natürlich. Ich verspreche dir, dass du nach Abschluss unserer Mission regelrecht im Schlamm schwimmen wirst. Dann lass uns jetzt aufbrechen. Ein Hase. Ein Diener. Interessant. Moment! Du bist Riff, nicht wahr? Ja, so heiße ich. Wer bist du? Ich bin ein Diener von Elara, der Hohepriesterin der Sturmkugel. Sie hat mich mit einer feierlichen Bitte hierher geschickt. Wenn es in meiner Macht liegt, Elara zu helfen, dann werde ich dies mit Freuden tun. Sie hörte, dass du in die Wildnis ziehen willst. Sie fragt, ob du diesen Brief ihrer Schwester Alama überbringen kannst. Aha. Elara hat eine Schwester in der Wildnis? Ja, Alama war immer schon eine Abenteurerin, eine Streunerin. Noch als sie jung war, entschied sie sich, in der Abgeschiedenheit der Wildnis zu leben. Die beiden haben sich seit Jahren nicht gesehen. Aber wie soll ich sie finden? Das wissen wir nicht. Vielleicht wird sie dich finden. Auf jeden Fall wäre Elara sehr dankbar, wenn du sie suchen könntest. Ja, sicher. Wenn ich schon mal dabei bin. Ich freue mich, ihr zu Diensten sein zu dürfen. Sag Elara, dass ich den Brief überbringen werde. Wir müssen uns beeilen, Freunde. Unsere Aufgabe ruft. Ja, okay. Los geht's. Oh, yo, jetzt komme ich hier weiter in den Norden. Ist ja sehr interessant. Okay, dann mal schauen. Oh, was haben wir denn hier? Interessant. Ein Schloss? Aha. Und was ist hier unten noch? Hier ist nichts weiter. Hier ist ein Schloss. Na, dann gehen wir mal zum Schloss. Oh mein Gott, was ist das denn? Das sieht ja sonderbar aus. Eieiei. Wisst ihr, was das ist? Das scheint die einzige Route in die Wildnis zu sein. Sehr eindrucksvoll für eine Hundehütte. Hundehütte? Hundehütte. Halt, wer seid ihr? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Das sind meine Gefährten. Wir sind auf der Durchreise. Durchreisen könnt ihr. Ihr müsst nur vorher den Wegezoll bezahlen. Wir? Euch bezahlen? Der Hund muss an einem schlechten Knochen geknabbert haben. Wer ist es denn, der diese Straßenräuberei überhaupt zulässt? Prinz. Prinz wer? Prinz. Nichts weiter, nur Prinz. Er ist unser Anführer. Bandenführer, meinst du wohl? Und dieser Prinz nichts weiter erwartet, dass wir ihm Geld geben, damit er uns durchlässt. Entweder das oder ihr dürft nicht durch. Andererseits ist Prinz ein Liebhaber des Humors. Okay. Ich bin sicher, dass er euch weiterziehen lässt, wenn ihr ihm ein paar lustige Geschichten erzählt. Er würde euch sogar als Ehrengäste empfangen. Aha, okay. Na gut. Nicht übel. Ein paar Witze und weiter geht's. Glaubst du, dass du ein paar lustige Geschichten kennst? Machst du Witze? Prinz wird sich vor Lachen auf den Boden rollen. Bringt uns zu diesem Prinz. Wir werden ihm beibringen, was Humor bedeutet. Hier lang. Oh. Mir ist langweilig. Langweilig. Ich muss etwas tun. Lasst uns etwas tun. Wir könnten auf der Straße Wagen jagen. Du könntest einen Stock werfen und ich hole ihn dir zurück.
Nein, nein, heute ist es mir eher nach Jaulen. Ich habe schon lange nicht mehr richtig gejault. Also los, alle zusammen, wie wär's mit einem schönen Gruppenjaulen? Au! Au! Prinz, im Hof sind. Wow, das war klasse. Aber jetzt ist mir wieder langweilig. Mein Prinz, da sind drei Reisende am Tor, die Durchreise verlangen. Sagtest du Reisende? Genau, sie sagen, sie sind auf dem Weg in die Wildnis. Nun, führe sie herein. Eintreten. Oh, weia. Oh Gott. Willkommen, willkommen, meine Freunde. Wen habe ich die Freude zu begrüßen? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Dies sind meine Gefährten. Leutnant Ea von der Wache des Waldkönigs. Und Feldwebel Ock vom Stamm der Keiler. Wir möchten gern in die Wildnis. Aber wir müssen bei allem Respekt eure Forderung nach einem Wegezoll ablehnen. Ich verstehe. Nun, meine Bedürfnisse sind gering. Und ein bisschen Unterhaltung ist mir ebenso viel wert wie Geld. Dann darf ich mir vielleicht erlauben, euch mit ein paar amüsanten Anekdoten zu unterhalten. Nun gut, du darfst fortfahren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Gott, erzähl den mit dem Hund in der Kneipe? Erzähl den mit dem Richter? Den mit den Fledermäusen? Den mit dem Magier? Holzfäller? Jungen Ritter? Zwei Füchsen? Den mit den drei Keilern? Oh mein Gott, sind ja einige. Ja gut, dann erzähl ich mal hier mit den jungen Rittern. Vor langer, langer Zeit gab es in einem fernen Dorf einen jungen Ritter. Hinterher stellt sich heraus, dass sie seine Schwester ist. Kenn ich. Okay. Dieser Hund geht also mit einer Ente unter dem Arm in eine Kneipe. Kenn ich. Ich habe mit der Ente geredet. Der ist schon ziemlich alt. Du musst schon bessere Witze erzählen. Tja. Ein Magier kommt zu einer Statue. Als erstes werde ich ein paar Tauben beseitigen. Ja, ja. Es scheint, als ob ihr weder den Zoll bezahlt noch mich amüsiert habt. Traurig, traurig. Was für eine Enttäuschung. Dann werden wir uns auf den Weg machen und euch nicht mehr behelligen. Im Gegenteil. Ihr werdet mich trotzdem unterhalten. Nur dieses Mal auf meine Art. Wache! Was? Was? Bringt unsere Gäste in den Kerker, bis ich entschieden habe, was mit ihnen zu geschehen hat. Oh nein! Au! Was ist passiert? Offensichtlich hat Prinz der letzte Witz nicht ganz gefallen. Wo sind wir? Entweder in einem Kerker oder im schlechtesten Gasthaus der Welt. Ach, so ein Ärger. Jetzt hat der dumme Köter uns hier eingesperrt. So ein Mist. Ach, ich muss hier dringend wieder raus.